Hallo und herzlich willkommen zur 42. Folge Let's Play Minecraft. Und ich habe mir hier Eisenstiefel nochmal gecraftet, weil die kaputt waren anscheinend, ne? Ja. Ja gut, also ich stand jetzt zur Info. Oh, Pfeile, cool. Zur Info. Ich stand jetzt so ungefähr eine halbe Stunde offline auf dem Server an der Skelettfarm, dass ein paar Skelette gespawnt sind und wir dadurch 63 Pfeile und 56 Knochen bekommen haben. Ich dachte, das geht bestimmt in Ordnung, weil dass wir halt noch ein bisschen vorankommen. Ich stand ja da nur rum. Da kommt der Timer. Die 30 Minuten gerade. Da waren gerade der Timer für die 30 Minuten. Also ich habe jetzt übelst viele Pfeile über dem Deck. Ich mache jetzt hier nur ein bisschen. Ja, ich würde auch gerne welche haben. Und deswegen fahren wir hier gerade erstmal Flint and Steel. Also, ich. Feuerstein bin ich hinter dir, also Flint. Flint, nein, nicht. So. Ach ja, schön mal Let's Play, gell? Ich habe ja diese Folge viel vor. Ich will. Weißt du, ich baue mich jetzt einfach hoch, damit ich. Ich will nämlich. Welche Höhe hat 56 Millimeter gesetzt. Ich will von meinem Haus, will ich einen Gang zu der Mobfalle bauen. Bei breit so hoch will ich auch eine Schiene einbauen, damit man damit so eine Lore herfahren kann. Okay, gut. Also es ist wirklich schwer eigentlich. Aus Kiesfeuer zu Stein zu Alter, ich hab ernsthaft 2 Steckteile. Das reicht locker. Ja, ich hab 38 Pfeile. Außerdem hatte ich so 53, die ich mir selber gecraftet habe. Und wir haben die dann irgendwie im Kampf verloren, glaube ich. Auf jeden Fall. Ich hab dir dann noch extra ein paar abgegeben. Aber okay. Jetzt kannst du mir wieder welche geben. Toll, Alter. Ja, ich kann es mal geben. Aber ich fahre gerade auch wieder für Pfeile. Alter, meine Truhe ist voll, ich weiß nicht, was ich raus tun soll. Irgendwie eine scheiß goldene Pfeile aus dem Kampf rausziehen. Ich hab hier ein Bier. Nee, mach einfach eine neue Truhe, so wie ich. Wollen wir mal so ein gemeinsames Lager machen, wo einfach die Items hinkommen, die man gerade nicht so sehr braucht, wie Diorit oder irgendeinen anderen Schrott. Oder tu es einfach bei mir in die Scheißkisten rein. Also Scheißkisten habe ich genug. Da habe ich ja. Scheißkisten, ey, wie das klingt. Ja, da habe ich ja 2 Doppelkisten, dann habe ich noch eine Tränkekiste und dann habe ich eine gute Kiste, wo nur gutes sagen wir mal. Das heißt gutes Zeugs rein. So, Komm, ich brauche noch mehr Pfeile. Habe ich nicht. Okay. Alter! So. Gott, die ist auch voll. Boah. Oh Gott. Darf Entschuldigung, dass ich gerade so richtig behindert gecraftet habe. Also behindert im Craften, oder? Nicht. Ja, aber wirklich ich habe eine Karotte. Oh, jetzt habe ich fast ein Stack, also 62 Pfeile habe ich. 62 Pfeile habe ich gerade. Alter, Oh, ich muss jetzt den Tunnel graben. Das kann ich noch machen. Ich bin auf der Höhe. F3, 60. Oh, müssen wir noch ein bisschen tiefer ja, sogar. Ja, wir müssen Enderman fahren. Achso, ich habe überlegt, wir stellen Schwierigkeit dann mal auf schwer, dass richtig viele Mobs spawnen, dann können wir so richtig Enderman fahren. Ja, also das würde ich sagen, wir mal machen bald. Und ja, ich könnte aber eine Hühnchen farmen, die uns irgendwie, die wir gar nicht benutzen, die uns gerade gar nichts bringen, ne? Aber egal. Ich mache einfach so, dass wir voll viele Hühnchen haben. Wollen wir da irgendwie eine Hühnchenfarm machen hier? Achso, übrigens müssen wir noch eine Mobfarm machen. Hat schon wieder gerade ein Hühnchen? Nein, dieses kleine Hühnchen ist rausgelaufen. Ja, dieses kleine Hühnchen, ey. So, weißt du, was kommt jetzt in mein Haus, das kleine Hühnchen? Ah, Mist, es kann ausbüchsen. Ach, heißt, es kommt ein Zombie-Raum. So, ich baue jetzt so kleine Tunnel. Meine Tunnel hatten. Okay, ja, Gott, alleine. Hier kommt der 2x2 Tunnel rein. Mann, außerdem brauchen wir immer noch Schleim, was ich richtig behindert finde. Halt erstmal so und dann gleiche Mal. Hühnchen, komm! Aha, gut. Ich glaube, ich tue schon einen Zombie-Raum hier. Nee, ich mache irgendwie ein Gehege für extra für Haustiere. Irgendwie so in meinem Haus irgendwo. Oh, ich muss nämlich auf Höhe ungefähr. Hier 50 muss ich ungefähr. 50 muss ich.
Looking at Wo tue ich denn hier Tiere hin? Erstmal noch on. Hier ist es ja was. Hier so, lass ich jetzt mal hier das Hühnchen. Ne? Aber ich mach den. Hier kann ich doch noch ein bisschen was hinbauen, hier extra für. Muss ich einfach mal ausprobieren. Faye, wie oft habe ich gerade diesen Block abgebaut? 55. Es ist aber ganz schön tief, wo das noch runter geht. Ich muss auf jeden Fall eine Treppe auf die eine Seite machen, dass wenn ich dann da hochkomme. Ja. Ganz schön viel. Diese ungefähr kann ich ja mal hier fürs Hühnchen so ein kleines Gehege machen. Muss aber noch eine Fackel rein. Da muss. LOL! Natürlich auch eine Methode, das Hühnchen irgendwie im Kessel fangen. Ja gut. Ja. Ich kann jetzt einfach den Block drauf setzen und dann kommt es nicht mehr raus. Pech gehabt, Hühnchen. Aber der Block ist so hässlich. Ich könnte hier auch einfach so einen schönen Block drauf setzen. Looking at, ich looke jetzt wirklich noch. So, und jetzt mache ich hier meinen Gang hin. So. Aber ich mache auch nur 2 hoch. Vielleicht bauen wir mal eben aus. Das nenne ich ein Hühnchenkessel. Ja, was können wir jetzt mit diesem Hühnchen machen? Wir eigentlich. Eigentlich würde es ja trinken, aber egal. Minecraft ist ein unlogisches Spiel. Gott, mich regt auch so auf, dass wir nicht so viel, nicht sehr viel Platz haben. Ich gehe jetzt immer Mob farm, gell? Ich merke, es ist gerade Nacht, da will ich Mob farm. Hm? Ich glaube, ich crafte dann mal Bücher irgendwann, weil ich Leder habe. Oder was kann man aus Leder auch so Nices machen noch? Was kann man aus Leder noch machen? Ach egal, ich gucke jetzt auch mal hier. Ja gut, dann soll ich mal die Kühe vermehren. Gerne machen. Mach bitte, weil wir haben nicht mehr all dieses. Was soll ich machen? Wenn du die Kühe tötest, dann töte bitte nur diese braunen, komischen. Okay, gut. Ja, die sind bei uns beiden anders. Die sehen anders aus, ne? Ah, hier wollte ich auch noch meinen Weizenfarm vergrößern. Oder beziehungsweise habe ich das und wollte dann noch die Samen dahin tun. Und dann ging meine Spitzhacke kaputt, oder? Glaube ich nicht. So, jetzt wird mal Mob gefarmt. Ich will ja so ein bisschen. Ich muss eh. Monster? Enderman! Erstmal schön anschauen, damit er auch ja sich nicht wegzieht. Oh, jetzt ist er wütend. Der ist aber ganz schön schnell. Lol. Schade, da ist er. Da ist er. Alter, ist ja so ein Spaß. Wahrscheinlich heute. Wollen die Zuschauer jetzt lieber einen Kampf sehen, als das welche machen. Ja, aber bei mir gibt's jetzt. Ja. Mir, Alter, der hat eine Blume geklaut. Todesstrafe. Welche Blume denn? Schon wieder geht meine Spitzhacke kaputt. Oh, du kannst so scheiß auf vor, aber egal. Todesstrafe. Hast du den Platz gemacht? Todesstrafe, hat eine Blume geklaut. Egal welchen Block der klaut. Todesstrafe. Aber hier spawnen wieder keinen anderen. Bis auf den Enderman ist hier kein anderer. Ist mir ja recht, dass die 10. Können ja 10.000 Enderman spawnen. Aber. Ja. Aber bitte auch andere Viecher. Wenigstens. Ist es nicht wirklich unnormal, wie oft meine Spitzhacke kaputt geht? Alter, warum spawnt hier keine? Naja, dann gehe ich jetzt erstmal runter in meine Höhle. Gehe ich unter erstmal runter in meine Höhle zum Mobfarm und schaue, wie ich Koordinaten sind. Okay, gut. Welche Höhe das ist? Höhe 50 passt ja perfekt. Das trifft sich. Oh, hat 20 Weizen, ist doch gut. Erde bräuchte ich, wenn ich die 50, hier irgendwo 60. habe, oder da irgendwo, oh nee, so ist weg. Wir müssen bei 50 Spitzhacke und minus 60 rauskommen. Hier, ich brauche noch eine neue Spitzhacke. Was ist drin hier irgendwo? Ah ja, 2 Eisen, das wäre nice. Da ist gar nichts drin, ne? Oh Gott, ich bin so dumm. Ich brauche noch Sticks hier. Immer so wenige Sticks irgendwie. Okay, endlich sind mal welche gespawnt. Irgendwelche Lost.
Was ist los? Gelette, ne? Ich glaube, das Mikro hat einfach gerade ein bisschen geleckt. Dein Mikro nicht. Weiß nicht. Also warum? Kann sein, dass gerade wieder geleckt hat. War nicht viel gesagt. Also das Lava ist schon schweinegefährlich, also das müssen wir schon mal irgendwie. Ja, das müssen wir zubauen, das müssen wir zubauen. Das können auch mehr Mobs spawnen, weil es dunkel ist. Alles ist auch ein bisschen hell durch die Lava, ne? Ich baue es jetzt mal zu. Oh, ich habe noch ein bisschen Eisen gefunden. Oh, da bin ich. So zu bauen, dass kein Mob spawnen kann. Das sollte mal reichen hier. Das lasse ich mal so. Habe ich zugebaut. Ne? Trotzdem noch hell, weil ich da Fackeln gesetzt habe für den Eingang zu meiner Mob-Pfade, damit ich den nicht vergessen. Das fand ich jetzt echt cool. Das sollte so auch einigermaßen. Ich habe ernsthaft mal. Ich habe ernsthaft Spawner gefunden und dann gleich danach dann den Wald noch ein. Ja. Schon nice. Wir haben einen Bogenschütze. Wir laufen ihn. Zack. Und dann haben wir ihn noch einen. Kein einziges Mal getroffen. Aber in der 1.9, gell? Da weichen Skelette ja aus, gell? Oh, ist der stark gequippt. Cool. Der hat. Und Leute, schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr 1.9 Tutorial von mir sehen wollt, ne? Also. Ey, weißt du, was mit dem Zombie los ist? Full Gold Rüstung. Und eine verzauberte Goldhose. Falsch. Das war noch nicht was. Okay, schade. Nein. Da. Okay, gut. Ich brauche noch ein paar Fackeln. Nein, das geht ja gar nicht. 1, 2, 3. Nee, das geht. Aber komm. Sollte doch nicht alles wachsen können, oder? Wir weißen unter der Erde ist so, ja, so richtig blöd, weil. So, was ist doch das hier? Hier irgendwo Gegner, Alter, es sind so viel wenige Gegner. Wir haben die Schwierigkeit jetzt auf normal gestellt. Dass man mehr spawnen. Oh, das weiß ich nicht. Aber nein, es spawnen nicht. Ich kann die Steinhacke nur noch einmal benutzen. 1, 2, 3, 4 Blöcke. Hinten. Da, die töte ich mir jetzt. Oh, ich bin jetzt im Wasser. Du bist an Land. Aber jetzt bist du auch im Wasser. Also generell bist du schon. Wenn du. Regt mich nicht unnötig auf. Ja, ich hole mal lieber noch eine Fackel, bevor das Weizen hier alles kaputt geht. Alter, die Skelette sind ja auch so schlecht. Alter! What? Warte, warte, jetzt hat es mir ganz schön null Schaden rein. Komm, Stacko. Jetzt stirb doch mal hier. Lol. Demo. Das jetzt kam ich Mobs. Ich hab da noch Fackel drin, oder? Oh Mann, ich bin so dumm. Ich hab hier sogar noch Fackel. Hier ist ein Slime. Fetter Slime, Alter. Ich kann trotzdem noch. Es stirbt denn Wasser, die Slime? Nee, gell, die können nicht ertrinken. Nein. Es stand zwar im alten Minecraft-Buch, aber das ist falsch. Oh, ich eigentlich finde ich es schade. Das Slime ist ein großer Slime mit voll viel Erfahrung, weil es so viele kleine gibt. Ja. Oh ja. Die Kühe rufen gerade. Die haben wohl Hunger, aber ich werde sie gleich füttern. Und hast du sie schon gefüttert? Weil, ja. Eben, naja. Da unten ist noch einer, ja? So, jetzt wird boah, jedes einzelne Weizenteil kommen. Das ist Level, naja, mein. Ey, wachsen. Ach, wachsen nicht wahr. Kriegen wir schon wieder 30 Level zusammen. Das ist meine Sorgen. Oh, oh. Schön durchgesprungen. Ja, ich vertraue meine Rüstung jetzt, glaube ich, nicht mehr so schnell, weil die so leicht kaputt geht. Entschuldigung, da wollte ich nicht hin. So, ich wollte hier zum Kühen. Du ist so verdammt voll. Erfahrungspunkte! Erfahrungspunkte, Jürgen! Mm.
Okay, und dann mache ich den Gang weiter. Ich habe schon alle Kühe für mich. Und muss jetzt irgendwie. Muss ich jetzt dazu. Muss jetzt erste Koordinate. Dritte Koordinate ist -60. Okay. Viel Spaß bis -60. Weil es ewig dauert, bis ich bei -60 bin. Ich würde die Kürbis mal woanders anpflanzen. Ja, oh, komm, guck mal, hier ist eine Höhle. Ich pflanze die Kürbis mal woanders an, nämlich da drüben. Und das hier muss kaputt gehen, dieses Feld. Hier ist eine Höhle. Muss ich mich jetzt durch eine Höhle durchbauen, Alter? Habe ich gesagt Pfirsiche oder Kürbisse? Ich hoffe mal Kürbisse. Durch der Höhle. Du. Na weißt du, ich mach einfach hier einen Raum und dann kann der Wasser wohnen. Nee, ich glaube nicht, dass ich das. Naja, gut. So ungefähr 150 Blöcke muss ich mich noch rumbauen. Hey, was ist denn das denn? Bauen Gang zu unserer Mob-Farm. Ah, okay. Vielleicht stoße ich auf dein. Vielleicht stoße ich bei dir drauf. Ja, in dem Raum kann drin. Ah ja, gut, ich weiß, was ich da mache. Dann mache ich einen Lagerraum hier rein. So, 5. Naja, das ist gut. Oh, ich hasse es, wenn wir so Lager umräumen müssen, dann... Ach, ich auch. Items gedroppt bekommen. Geil, Alter. Warum räumst du gleich hier ein? Hier, einfach alles rein, oder? Ja, es gibt hier später immer noch sortieren. Ich hab noch es gibt Diamanten. Man kann in manchen Modpacks so, Shift Leertaste oder Rechtsklick Leertaste. Da ist alles drin von der Art oder von deinem ganzen Inventar. Oh, hier ist Kohle, das sollte ich mal mitnehmen, weil ich hab Kohle. Achso, da kommt noch die Hacke dann rein. Ich will noch craften. Leider. Also, Lohnrutenfarm macht so Spaß, ey. Ja, gut, also ich habe jetzt alles reingetan. Ne? Soll ich das irgendwie sortieren? Ja gut, aber so viele brauchen wir auch nicht. Brauchen eher Enderman. Sonst lieber Enderman farmen. Ja, weil wir halt jetzt so viele Lohnrouten haben. Da brauchen wir. Ich will noch ein bisschen Kohle farmen. Haben wir, glaube ich, auch wieder genug, oder? Wie viel Kohle haben wir? So. Und ja. Hier ist dann einfach mein Lager. So, da craft ich mir ein paar Truhen extra. Weil hier meine Truhen so voll sind. Und hab ich da. Oh Gott, das kann ich stacken hier. Die zwei Nettersteine hier und da drin. Ich hasse es, wenn das in der Truhe so irgendwie nicht gestackt ist und halt ein bisschen mehr Platz verbraucht dadurch. Hey, das Hühnchen in dem Kessel ist schon ein bisschen nice. Also, es sieht ein bisschen komisch aus, aber ja. Ja, dann crafte ich mir das erstmal noch. Hier ein. Ach nee, weißt du, Eisen ist schon ein bisschen zu teuer für eine Hacke. Da mache ich so aus Stein hier. Ich glaube, ich muss bei der Holzfarm hier. Ja, guck mal, Eisen ist zu teuer. Naja, dann lass mal die annehmen, gell? Ja. Habe ich zwar gerade nur 4 von, aber es ist mir egal. Okay. Ich bin so dumm, ich habe eine Schaufel und nicht eine Hacke gecraftet. Echt jetzt? Ja. Macht nichts, ist ja nur aus Stein. Stell dir vor, ich hätte es aus Dia gemacht, das Falsche. Aber das würde ich nicht machen. Ja, okay, gut, für eine Hacke. Ja gut, aber wäre Dia-Schaufel, da wäre eine Dia-Schaufel immer noch besser als eine Dia-Hacke. Ja. Ist so. Ja. Also, Dia-Hacke ist wirklich komplett sinnlos, aber... Ja. So, dann ja. Würde ich nochmal hier die Kürbissamen... Hier, also Kürbissamen kann ich natürlich... Ich muss die Truhen mal sortieren dann. Aber ich glaube, das werde ich dann mal offstream machen, weil das ist richtig langweilig für euch, denke ich mal. Hier ist ja gar nicht. Das ist jetzt völlig unsortiert. Meine Kisten sind einigermaßen. Hier, wenn ich brauche, weiß ich, wo ich hin möchte. Wo bist denn du gerade? Och, ich bin irgendwo im Haus, in einem ewig langen Gang, wo ich gerade für... Ich, weißt du, was ich jetzt mache? Mobfalle bauen. Ich baue mir eine Mobfalle.
bei dem Spawner, den ich gefunden habe. So. Bei dem anderen, bei dem zweiten. Ja, muss ich aber noch voll tief runterbauen, ne? Und ich craft mir dann noch Leiter. Ja, aber nur ein Block und dann musst du das Wasser mit dem Wasser, das ist halt so, dass sie runtergespült werden. Hier habe ich auch noch Sticks drin, Alter. Und dann musst du das halt ich so mach machen. So. Ach, egal. Entweder, ja, aber das ist ein Zombie, gell? Da musst du dann so machen, dass du, dass sie noch nicht sterben, sondern dass sie halbes Herz haben, dass du sie mit der Hand einfach töten kannst. Ganz einfach. Warum? Ja, weil es, weil Zombies sonst völlig nichts bringen. Droppen nur Fleisch. Doch. Eisen können die auch droppen. Also. Ganz wenig, aber das brauchen wir nicht. So wirklich. Weil ich finde jetzt in meinem Minigang auch noch was. Weil, okay, machen die kann ist das nicht. Ja, aber halt ich meine, da kann man halt auch sowas wie Karotten oder. Oh, Karotten könnt ihr auch noch. Karotten haben wir eine. Oder? Ich weiß. Oder halt irgendwie solche Sachen finden. Okay, gut, ja. Ich kann auch machen, dass wir uns dann noch töten. Das geht auch ein bisschen scheiße, finde ich. Dann nehme ich hier raus noch ein Fichten. So, jetzt sind noch 60 Blöcke. Gott. 60 Blöcke muss ich mich noch in die eine Richtung buddeln. Übrigens ist 3 immer, okay. Und das, ich muss Holz farmen jetzt gleich. Also ich farm gleich Holz hier. Hä? Erde. Dirt. Ja, es gibt... Dirty Dancing. Warte mal. Ich muss dann nochmal 100 Blöcke holen. Oh Gott. Ja oh gut, Gott. Also dann gehe ich mal Holz farmen, denke ich mal. Und ja, los geht's. Die Höhe ist perfekt. 50,000. Ach komm, bei mir ist es so schön. Da fahre ich und mal den hier ab. Die Schwarzeichenbäume sind ganz schön groß. Braucht man einen fällen, dann ist fertig. Dann brauchen wir keinen mehr. Naja, ich habe gerade hier kleine Schwarzeichenbäume. Ist schon sehr. Ich bin nur noch 20 Blöcke in die Richtung. Dann nochmal, naja. Nochmal circa 36 Schwarzeichenholz gebracht. Das ist ein Großprojekt, sag ich mir, was ich da baue. Aber guck mal, ich schaff's fast in einer Folge. Hier. In 2 Folgen ist der Gang fertig. In 3 Folgen ist er doch dann noch eine Folge und noch eine Folge und noch eine Folge. Dauert noch einige Folgen, weil ich muss den ja dann noch doppelt machen. Da muss ich Schienen verlegen, den ganzen Redstone. Ich kann dir helfen. Und ich verkleide ja, du kannst das dann später noch. Du kannst dann mal den Gang doppelt ausheben. Okay. So, jetzt habe ich schon 2 von ich muss den Gang zurücklaufen. 4, ich muss den Gang zurücklaufen. Und ich würde sagen, die Mobfalle baue ich in der nächsten Folge. Weil da also da diese Folge halt schon ein bisschen länger geht und kann ich mehr sprinten. Ich verabschiede mich für diese Folge und wir sehen uns bei der nächsten Folge, in der ich die Mobfalle, den Dungeon zur Mobfalle umbaue. Ciao, Leute!